Was meine ich mit agieren statt reagieren? Wichtig ist, dass Sie als Trader einen Tradingplan entwickeln und nicht reagieren auf irgendwelche Nachrichten, auf irgendwelche News, auf irgendwelche Zinsentscheidungen. Beispiel hier DuPont letzten Dezember. Es gab am 9.12. die Nachricht, dass DuPont mit Dow Chemical fusionieren wird und einen neuen Chemieriesen erstellen wird. Die Aktie schoss vorbörslich in die Höhe und schloss auch den gesamten Tag sehr fest. Trader, die ein bisschen sich mit der Charttechnik auskennen, sind vielleicht weniger euphorisch an diesem Tag gewesen als Leute, die jetzt gesagt haben, wow, das ist der neue Chemieriese, ein Monopol und das sind super Nachrichten, jetzt kaufen wir hier. Sondern er wird vielleicht auf den Chart geschaut haben, gesehen haben, dass die Aktie eigentlich gar nicht über diesen Horizontalwiderstand bei 76 Dollar hinausgekommen ist. Wird gesehen haben, dass ein Abwärtsgap geschlossen wurde und dass sich die Aktie in einer Welle 5, einer sogenannten Elliott-Welle 5 befindet. Das heißt, die Bewegung potenziell hier an dieser Stelle, genau an dieser Stelle, durchaus zu Ende sein kann. Was natürlich dann auch, wie es so oft ist, der Fall war. Die Aktie verlor nach dieser super positiven Fusionsnachricht innerhalb von 4 Wochen über 30% an Wert. Das heißt, Aktionäre, die im Prinzip, Sie sehen noch, der am zweiten Tag nach dieser Nachricht gab es auch nochmal einen sehr positiven Tag. Die Aktie hat sich da oben gehalten. Warum? Die Leute haben es in der Zeitung gelesen, dass die Unternehmen fusionieren und haben ihren Broker angerufen und haben gesagt, kauf mir doch mal ein paar DuPont. Ob das die richtige Anlagestrategie ist, weiß ich nicht. Beziehungsweise weiß doch, ich sage nein. Sie sehen es auch hier schön am Chart. Die Leute wurden regelrecht skalpiert. In den kommenden 4 Wochen hat die Aktie über 30% verloren. Hat aber dafür an technisch wichtigen Marken, zum Beispiel, Sie sehen hier am EMA 200, haben wir hier die Maus, ja, reagiert. Sie hat an diesen Widerstand reagiert, was vorher das Ausbruchslevel war. Und sie hat exakt hier dieses Gap geschlossen, einen Doppelboden gemacht und ist dann bis an den EMA 50 gelaufen. Das heißt, einfachste charttechnische Mittel sind im Handel dieser Aktie eine wesentlich bessere Strategie, als einfach zu reagieren auf irgendwelche Fusionsnachrichten. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass Sie also einen Tradingplan entwickeln und nach diesem Tradingplan agieren. Im Zuge dieses Tradingplans müssen Sie sich die Frage stellen, warum will ich überhaupt traden? Will ich das als Hobby machen neben meiner Arbeit oder will ich als Vollzeittrader, als mein Beruf traden? Das sind ganz klare unterscheidende Dinge. In dem Zusammenhang müssen Sie sich überlegen, was ist mein Zeitbudget? Möchte ich nach der Arbeit von 19 bis 22 Uhr US-Aktien handeln oder möchte ich vielleicht Swing Trading im Devisenhandel nach der Arbeit machen oder möchte ich halt Intraday, DAX, Bund, Future, Euro-Dollar und Gold handeln? Das müssen Sie in Ihrem Tradingplan festlegen. Zu welchen Zeiten können Sie traden? Sind Sie vormittags in der Lage oder nur nachmittags oder am Abend? Wie sieht Ihre familiäre Situation aus? Das muss alles in den Tradingplan. Als nächster Punkt natürlich das Risikokapital. Legen Sie klar fest, wie viel Sie für Ihr Trading zurücklegen können, wie viel Sie riskieren können. Das sollte nur Kapital sein, das Sie wirklich verlieren können. Wenn Sie mit Ihrer nächsten Monatsmiete spekulieren, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass Sie falsche Trading-Entscheidungen treffen, dass Sie unter Druck agieren, dass Sie zu früh aus Positionen rausgehen. Kurzum, Sie sollten wirklich nicht mit Kapital handeln, was Sie für Ihren Lebensunterhalt brauchen. Das ist ein sehr großer Fehler, den Sie nicht machen sollten. Des Weiteren müssen Sie in Ihrem Tradingplan festlegen, wie viel Sie pro Trade riskieren möchten. Das sollte, die Faustregel ist, dass man ungefähr 1% maximal pro Trade riskieren sollte. In Ausnahmesituationen kann man auch mal 2% riskieren. Das kommt ein bisschen auf Ihre Kontogröße drauf an. Wichtig alles, dass Sie das in Ihrem Tradingplan festlegen. Der nächste Punkt in Ihrem Tradingplan sind die Märkte. Welche Märkte möchten Sie handeln? Welche Forex-Paare möchten Sie traden? Und welche Strategien möchten Sie verfolgen? Das sollten Sie alles vorher festlegen in Ihrem Tradingplan. Dazu gehören natürlich auch die Einstiegssetups. Wann kaufen Sie? Wie managen Sie Ihre Position? All das sollte Ihr Tradingplan enthalten, den Sie dann auch natürlich idealerweise sehr befolgen. Diesen Tradingplan müssen Sie für sich selber festlegen.
den kann niemand anders für Sie festlegen. Sie müssen also selber herausfinden, was liegt mir im Handel? Bin ich mehr der Forex-Händler, der Rohstoffhändler? Handle ich lieber DAX-Index oder DAX-Aktien oder amerikanische Aktien? Das sind alles Optionen, die Sie haben, wo Ihnen aber keiner sagen kann, Herr Meier, für Sie funktioniert am besten der Devisenhandel, weil etc. Das müssen Sie für sich wirklich selber herausfinden. Idealerweise muss man natürlich dann alles mal probiert haben, um das zu wissen. Aber wenn Sie nur jemanden ja, folgen, der, das sind wirklich Sachen, die Sie selber machen müssen. Genauso die Trading-Ansätze. Es kann Ihnen auch keiner sagen, ja, kaufen Sie mal, wenn der EMA 50 den EMA 200 kreuzt, etc. Weil das sind alles Sachen, die müssen Sie selber herausfinden. Sie müssen sich damit beschäftigen und schauen, was funktioniert für mich. Bin ich eher der kurzfristige Händler, der im Minutenchart unterwegs ist? Das kommt darauf an, ob Sie geduldig, ungeduldig sind, etc., impulsiv, weniger impulsiv oder hängt auch natürlich von Ihrem Zeitrahmen ab. Sie können schlecht den DAX Intraday handeln, wenn Sie im Büro sind den ganzen Tag und Ihr Chef hinter Ihnen sitzt. Ja? Also dann ist es vielleicht besser, Sie haben einen Swing-Trading-Ansatz und handeln zum Beispiel Aktien oder Devisen längerfristig. Finden Sie heraus, was für Sie funktioniert und agieren Sie danach. Wenn Sie das gemacht haben, das ist jetzt mein Tradingplan auf meinem Guidance-Stream. Jeden Morgen und jeden Nachmittag veröffentliche ich quasi die Einstiegslevels, wo ich bestimmte Positionen eröffnen möchte. Sie sehen also hier das Währungspaar, die Tendenz für das Währungspaar, in dem Falle australischer Dollar Long. Sie sehen, dass wir da im Prinzip kein Einstiegslevel haben. Momentan, wo ein günstiger Einstieg zu erwarten ist am Vormittag, deswegen ist dieses Feld leer. Als zweites haben wir hier den Euro-Dollar. Wir sehen, die Tendenz ist short und wir haben ein potenzielles Einstiegslevel im Bereich 1,1015. Wie gesagt, das war vom vergangenen Mittwochvormittag. Sie sehen auch hier, dass im Vorfeld festgelegt wurde, wie viel Prozent für diesen Trade riskiert werden soll. Das sind also 0,6%. Wir sehen den Stop, der sofort definiert ist, bevor überhaupt der Trade eingegangen ist. Und Sie sehen, dementsprechend leitet sich die Positionsgröße ab. Das wären in dem Fall 0,26 Lots beziehungsweise 26.000 Euro gegen den US-Dollar. Wenn dieses Level dann erreicht wird, dann gibt es dann in meinem Stream, ich glaube, wir haben den auch hier irgendwo noch Escape. Das sieht dann hier oben so aus. Das heißt, wenn der Trade zustande kommt, dann wird da im Prinzip nochmal eine entsprechende Meldung rausgeschickt und Sie als Leser können dann den Trade nachvollziehen oder auch nicht, je nachdem, wie Sie das möchten. Das wird dann auch noch hier in den Kommentaren weiter betreut, wenn der Stop angepasst wird und der Take Profit. Das wird dann hier alles auf dem Guidance Stream publiziert. Okay. Oh, jetzt geht es wieder von vorne los, kein Problem. Wir waren hier stehen geblieben. Des Weiteren haben Sie dann, hier oben sehen Sie die kurzfristige Strategie, die heißt also die Daytrading-Strategie. Und es gibt auch noch eine Swing-Trading-Strategie, das heißt, die ist etwas mittelfristiger angelegt. Dementsprechend sind natürlich die Stops in dem Falle doppelt so groß wie bei der Daytrading-Strategie. Dementsprechend ist die Positionsgröße natürlich die Hälfte wie bei der Daytrading-Strategie, weil das Risiko, das wir pro Trade eingehen sollen, natürlich nicht erhöht werden. Wie gesagt, gehen Sie nur geringe Risiken ein, die Sie auch vertreten können. Wenn Sie Risiken eingehen, wo es Ihnen wirklich schmerzt, dass Sie jetzt einen Verlust machen, dann ist es sehr schwierig, die guten, die richtigen Trading-Entscheidungen zu treffen. Sollte Ihnen also kein einziger Verlust, den Sie machen, Sie werden zwangsläufig Verluste machen, der sollte Ihnen also nicht wehtun. Ja? Wichtig ist also, dass Sie im Verhältnis zur Kontogröße immer nur einen geringen Prozentsatz riskieren.